Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zum zweiten Spieltag der Hallenmeisterschaften. Wenn ihr es ganz pünktlich schaut, einen schönen ersten Weihnachtstag, ansonsten einfach eine schöne Zeit und bleibt gesund. Jetzt geht's los mit Gruppe A. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Dann starten wir mal in den zweiten Spieltag. Dynamo Dresden gegen Bayer Leverkusen. Das erste Spiel, das wir hier anschauen. Dresden in den roten Trikots ging hier ganz gut ab von Beginn an. Leverkusen dann mit dem Gegenangriff. Lucas Alario macht ein paar Dribblings, scheitert dann aber an Kevin Broll. Jetzt wieder Dynamo mit Stohr. Der hat getroffen am ersten Spieltag. Stohr sieht nett aus und das ist wunderschön. Ein toller Treffer. Da kann Lukas Radetzky am Ende nur traurig hinterher schauen. Das ist einfach schön. Und da kann auch nur Schick staunen. Zweiter Abschnitt, Broll, weiter Schlag. Stohr setzt sich im Kopfballduell durch gegen Schick wieder. Da Ferner. Und auch das ist nett. Auch das ist von Schick wieder nur zugeguckt und nicht verteidigt. Kann man dann auch relativ wenig machen, ohne einen Strafstoß zu produzieren. 2-0 also für Dynamo Dresden. Das ist ein ganz wichtiger Sieg. Am ersten Spieltag hagelte es ja eine Niederlage. Leverkusen aber gab sich noch nicht auf. Kam nochmal Alario. Schick Alario, der Ball wollte einfach nicht rein und Dynamo gewinnt das Ding mit 2-0 und hat damit weiterhin die Chance, weiterzukommen. Das zweite Duell in Gruppe A lautet dann Duisburg gegen Würzburg und da gucken wir sehr gerne drauf. Würzburg konnte überzeugen, Duisburg verlor gegen Leverkusen. Gembalis und völlig frei Sicker mit dem 1-0 alleine vor Giefer. Das ist ja ganz, ganz sträflich, was Würzburg da macht. Gibt keine Abseitsregelung. Das nimmt man dann logischerweise auch gerne mal so an, dieses Geschenk, das Würzburg da verteilt, die Würzburger Kickers. Aber sie machten weiterhin dicke Fehler und die Möglichkeit Gembalis mit der Chance zum 2-0, aber der ging dann drüber. Noch der erste Durchgang. Würzburg, plötzlich kamen die zurück durch Keanu Staude, der auch nicht viel Lust hat, hier irgendwie was mit Schönheit zu machen, sondern mit roher Gewalt arbeitet, auf dem Fußballplatz natürlich erlaubt. Jetzt wieder Duisburg. Also ging gut hin und her. Da ist der Treffer. Ademi 2-1 MSV. Lange hat das 1-1 nicht gehalten. Da gibt es da noch eine kleine Jubeleinheit. Er bedankt sich, gibt ein Küsschen. Wichtiger ist aber das Tor, das wir uns hier nochmal anschauen. Giefer also zum zweiten Mal geschlagen. Erster Durchgang immer noch nicht vorbei. Jansen 3-1. Halbe Minute vor Seitenwechsel. Ein ganz wichtiger Treffer und das konnte man jetzt schon mal so sagen. Ganz schwierige Aufgabe für Würzburg hier nochmal zurückgekommen. Und der zweite Durchgang, er bot dann nicht mehr so viel. Vor allem Würzburg machte weiterhin relativ wenig. Sicker nochmal, Möglichkeit, Gembalis. Abgewehrt, zurückgelegt. Wo ist die Übersicht? Ademi, Giefer, Ademi, Giefer, toll pariert von Giefer. Die Sekunden trudelten dann so davon. Für Würzburg war es natürlich schlecht, denn sie verlierten jetzt, haben jetzt verloren im zweiten Spiel. Sie verlieren. Ja, für Duisburg ist das überlebenswichtig. Gruppe B, auch hier ja zwei Duelle aufgrund der vier Teams. Das ist Zwickau gegen St. Pauli und St. Pauli muss unbedingt Punkte holen. Ansonsten ist jetzt hier schon nach Spieltag 2 Schluss und der dritte Spieltag ist dann nur noch eine Ehrenrunde, relativ ehrenlos, weil man eben noch nicht gewonnen hat, noch keine eigenen Punkte hat. Hier hat man aber ganz gut den Beginn gefunden. Der FSV Zwickau holte sich immerhin gegen die Bayern ja einen Unentschieden und jetzt. König mal wieder. Der hat es schön gemacht am ersten Spieltag, macht es jetzt auch wieder schön aus der Drehung. Diesmal ist es kein Fallrückzieher, diesmal ist es eine nette Drehung. Und Himmelmann, der da alt aussieht. Schwierige Aufgabe jetzt für St. Pauli, aber vor der Pause kamen sie dann nochmal zu Paccarada gelegt. Buballa, Ausgleich. 1-1 kurz vor Pausenpfiff, also tatsächlich ein wichtiges Tor. Aber die mussten jetzt natürlich auch nachlegen. So geht es natürlich nicht. So richtig bringt ein Punkt hier keinen davon. Aber Zwickau könnte damit deutlich besser leben. Für St. Pauli wäre es eben deutlich zu wenig.
Aber da machte Zwickau dann doch mehr. Und hier wird jetzt auch Schnick, Schnack, Schnuck gespielt, wie Schere, Stein, Papier, wie sie es nennen möchten. Auf jeden Fall auch hier wieder ein tolles Tor. Minute noch zu spielen. St. Pauli musste zumindest einen Punkt holen. Die Niederlage würde hier eben wirklich das Aus schon bedeuten. Sah aber nicht gut aus. Stattdessen nochmal die Chance für Zwickau. Das war's dann. St. Pauli verabschiedet sich jetzt noch, hat am letzten Spieltag nochmal eine Möglichkeit, sich zu korrigieren. Aber das war's. Saarbrücken, Bayern, die beiden Mannschaften, die hier den B-Spieltag abrunden. Bayern in Schwarz, Saarbrücken in Hellblau. Saarbrücken, ja, vorm eigenen Tor geht es dann ganz schnell nach vorne. De Vil, super Pass zu Kians Fröde. Neuer, aber zweimal mit der guten Parade. Sonst nicht so viel los im ersten Abschnitt. Jetzt nochmal die Bayern 10 Sekunden vor dem Pausenpfiff. Robert Lewandowski machen da Patenzien. Gnabry mit der Hacke zu Alaba. David Alaba scheitert aber an Batz. Der hat etwas Glück mit der Bande 0 zu 0, also zur Pause Seitenwechsel, den Paukenschlag vor der Pause konnte Bayern nutzen und sie setzen sich weiterhin gut nach vorne durch. Robert Lewandowski, kleiner Trick mit der Bande, dann werden die Arme nach oben gerissen. Batz kann gegen diesen Schuss relativ wenig ausrichten, das war eher schwach verteidigt. Nochmal die Bayern, Batz hier mit dem Ball in der Hand. Auch da geht es dann wieder schnell in die Gegenrichtung. Sehr gut gespielt, De Vil. Und der kullert irgendwie rein. Eine Minute vor Toreschluss. Bayern muss jetzt aufpassen. Eine Niederlage hier würde schon ziemlich große Probleme bedeuten. Aber sie ging trotzdem auf Sieg. Alaba, Pavard, Robert Lewandowski. 20 Sekunden vor Schluss. 2-1. Das entscheidende Tor in dieser Partie, wichtiger Sieg für die Bayern und damit die Möglichkeiten am dritten Spieltag dann doch weiterzukommen. Gruppe C mit dem Duell SC Verl gegen Leipzig. Leipzig hatte ein Feuerwerk abgefackelt gegen Braunschweig, ist ja auf dem Fußballplatz zumindest noch erlaubt. 5-4 ging das Ganze aus. Ferl steigt jetzt erst ins Turnier ein und muss sich gleich mal daran gewöhnen, dass Leipzig jetzt eben ein Spiel schon in den Knochen hat. Vielleicht ja ein kleiner Vorteil hier schon mal gespielt zu haben. Konaté, es sah zumindest aus wie ein Vorteil. Alexander Czerlot mit dem 1-0. Aus Spitzenwinkel kullert der Ball da lang. Nicht so gut vom SC Ferl. Es ging aber ja trotzdem wieder ganz gut weiter. Paulsen. 2-0. Fair recht deutlich unterlegen. Kein guter Einstieg in dieses Turnier. Konnten sie doch mal zurückkommen. Es war nicht mehr so viel Zeit, aber auf Hallenboden ist das immer möglich, möchte man meinen. Tasch mit der Hacke aber erstmal zu Brüseke. Diesmal weiter Schlag. Janjic. Der Routinier scheitert aber an Gulaschi. Tolle Parade. Blieb dann beim 0-2. Für Ferl ist noch nichts verloren. Man muss eben dann punkten gegen Braunschweig und man muss halt sogar gewinnen. Wolfsburg gegen Ingolstadt, also Audi gegen VW, also dieses Spider-Man-Meme, wo sie auf sich zeigen. Sie kennen das ja irgendwie alles das Gleiche. Ist ja auch egal, wir wollen uns den Fußball anschauen und der sah von Ingolstadt gar nicht so schlecht aus. Beister, Paulsen und Kaya. 1-0 FCI. Kunkhas-Thels bedient. Sieht da gar nicht glücklich aus, aber der FC Ingolstadt machte es eben auch gut. Paulsen, Kaya wieder, gute Kombination ans Gebälk. Wolfsburg kommt da hinten gar nicht raus. Kaya nochmal, diesmal Castells da. Paulsen haut ihn dann fast noch um. Glück gehabt, dass er da nicht rangeht. Zweiter Durchgang. Ingolstadt schmiss sich auch mit Mann und Maus überall rein. Paulsen, Kaya, der Gegenangriff. Kaya! Aber er verpasst es hier, das 2 zu 0 zu machen. Ging es nochmal weiter ab im zweiten Durchgang? Ja, es ging nochmal ab. Der FC Ingolstadt wollte nachlegen. Paulsen und Beister. Haut da einen raus. Maximilian Beister. Seine Wut und seine Gewalt, die er gerne auch mal, ja, an Schiedsrichtern auslässt. Diesmal hat er ihn in den Schuss gesteckt. Alles top, alles tipp.
Es gibt also jetzt die beste Möglichkeit für Ingolstadt, weiterzukommen. Dortmund hatte das erste Spiel verloren gegen Darmstadt, deswegen war jetzt hier gegen 1860 München zumindest Verlieren verboten. Bestenfalls sollte man gewinnen in Weiß spielend, die Dortmunder aber gegen 1860 auch nicht so richtig auf dem Feld. Gute Anfangsphase von den Münchner Löwen. Glück für Dortmund, da noch nicht in Rückstand gegangen zu sein, aber 1860 machte weiter. Böki, was ist denn das für ein Aufsetzer? Aufsetzer? Aussetzer? Ja, sieht gar nicht gut aus, was er da macht. Gegen die Bande und Wiltsch, der macht es dann, nutzt den Fehler von Roman Böki aus. Der BVB also komplett in Nöten. Ein Punkt hier, Pflicht. Und der erste Durchgang gleich schon vorbei. Hummels scheitert hier aber an Hiller. Im zweiten Durchgang dann der BVB. Er musste jetzt was machen und hatte viele, viele Möglichkeiten. Die erste Chance, die zweite Chance. Hummels, nochmal Hummels. Hiller aber mit dem Glück immer auf seiner Seite. Und die Zeit, sie wurde knapp. Eine Niederlage, wie gesagt, ich kann es nur nochmal betonen, würde hier das ausbedeuten. Hummels, Delaney nach vorne, Guerrero mit der Hacke zu Hummels und der Ball in den Nachthimmel. Noch 10 Sekunden, jetzt aber vielleicht das dramatische Finale. Jude Bellingham, was macht er denn? Jude Bellingham, da ist er ja nochmal, da ist er ja nochmal. 2 Sekunden vor dem Ende, das 1:1. Und jetzt muss Dortmund drauf hoffen, dass 1860 am letzten Spieltag gegen Darmstadt verliert mit einem Torunterschied. Dann ist die Möglichkeit weiterzukommen noch gegeben. Also Bellingham 2 Sekunden vor dem Ende mit der lebenserhaltenden Maßnahme. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Rostock und Union am zweiten Spieltag in der Hallenmeisterschaft. Für Union ging es gut los am ersten Spieltag. Da hat man Hannover 96 filetiert, kann man so sagen. Und hier gegen Rostock ging es sehr gut weiter. Sebastian Griesbeck feuert einen raus. Ansatzlos dieser Abschluss, noch ein kleines Dribbling eingelegt vorher. Und da ist Markus die Krake Kolke. Ich liebe es einfach, diesen Namen auszusprechen. Ohne eine Chance. Und Griesbeck wieder im Fokus. Keita Endo mit dem 0:2. Es drohte für Hansa Rostock jetzt das nächste Debakel, beziehungsweise das nächste Debakel eines Gegners von Union Berlin. Hannover 96 ja eben ganz übel unter die Räder gekommen. Da muss man jetzt ein bisschen auch aufs Torverhältnis aufpassen. Aber da war dann Schärf die ganze Sache erstmal egal. Er glaubte hier an den Sieg. Schöner Treffer zum 1:2. Lute greift hinter sich. Zweiter Durchgang, Union Berlin, immer noch stießwütig, immer noch Bock, Tore zu schießen. Kann schnell umkippen. Schärf, einmal hat es geklappt. Schärf, ein zweites Mal, klappt es jetzt zumindest noch nicht. Noch 2 Minuten zu spielen. Union Berlin, Griesbeck, Endo. Das waren aber auch schon ziemlich, ziemlich gute Schüsse. Da kann man dann relativ wenig machen. Aus Rostocker Sicht 3:1, kaltschnäuzige, eiserne Offensive. Omladic verliert da den Ball, zu viel gewagt, nichts gewonnen. Griesbeck von Endo bedient. Griesbeck wird hier richtig zum Torjäger, 4:1. Und jetzt musste eben Rostock wirklich aufpassen, nicht noch höher abgeschlachtet zu werden als Hannover 96. Aber Rostock konnte sich dann nochmal befreien. Butzen, quergelegt, nach vorne gelegt. Omladic, Schärf, Omladic. Und das war vielleicht der beste Spielzug dieses Spiels. Bringt Rostock nicht so viel, aber es reicht eben zumindest ein Punkt im zweiten Spiel dann gegen Hannover, um die Chance aufs Weiterkommen zu haben. Also, Rostock verliert 4:2 gegen Union und kann damit leben. Stuttgart sorgte für ein richtiges Spektakel und sie hatten Lust, noch einmal dieses Spektakel aufzufahren. Diesmal gegen Wien Wiesbaden, die es mit ihren Trikots auch irgendwie verdient gehabt hätten, hier abgesenkt zu werden. González legt quer, Kalajdzic 1:0, geht ja schon mal gut los. Also der VfB hat in der Offensivabteilung mal gar keine Probleme zu verzeichnen. Und in der Defensive lief es auch nicht so schlecht. Es geht immer gegen die Gegner,
Und das ist von Gonzales auch wieder sehr schick, sehr nett gemacht. 0 zu 2. Es geht immer gegen die Gegner. Ja, die müssen hier mächtig einstecken. Wien Wiesbaden diesmal die leidtragende Mannschaft. Mavropanos, und der hat auch Lust. Hat auch einen guten Abschluss in der Halle. Ist alles möglich. 0 zu 3. Wien Wiesbaden drohte jetzt auch ein Mega-Debakel, aber es war immer noch nicht vorbei. Mavropanos nochmal zum ersten, zum zweiten 0-4. Und das noch im ersten Durchgang. Wie in Wiesbaden, man wollte fast sagen, die tun einem leid, aber das stimmt halt auch nicht. Zweiter Durchgang. Aigner. Kobel, schöne Parade, bisschen Pech. Nicht gut geklärt. Aigner. Und irgendwie fällt er dann doch rein. Stefan Aigner, der Routinier, zumindest mal mit dem 1 zu 4. Pech für Kobel, zählt aber für Aigner. Eigentore gibt es in der Halle nicht. Und wieder Aigner. Sollte das jetzt das Comeback des Jahres werden? Es sah fast etwas danach aus. Medic mit dem 2 zu 4. Was war auf einmal los beim VfB in der Defensive? Plötzlich wie ein Hühnerhaufen. Anderthalb Minuten noch zu spielen und zwei Tore, das ist nicht unmöglich. Malone mit dem 3-4. Nicht zu fassen. Sollte der VfB das jetzt tatsächlich noch aus der Hand geben? Nach 4 zu 0 Pausenführung? Gibt's ja gar nicht. Bisschen abschüssig vielleicht die Halle, aber dagegen wollte der VfB Stuttgart mal gar nichts sagen. Stattdessen Mavropanos, der sich da durchsetzt, und Kalajdzic, der abstaubt. Das achte Tor diesmal aber nicht ganz gerecht verteilt. Zumindest nicht gleichmäßig. 5-3 aber wie in Wiesbaden. Sie hatten auch noch mal Lust. Sascha Mockenhaupt mit dem 4 zu 5. Also noch mal die Chance hier zum 5 zu 5. Aber da muss ich leider die Leute enttäuschen, die das gehofft hatten. Stuttgart gewinnt mit 5 zu 4. Knapper als nötig. Aber sie gewinnen zweimal und sind damit safe weiter. Köln gegen Gladbach klingt auf dem Papier erstmal interessant, ist es auch auf dem Hallenboden, aber es ist halt Viktoria Köln, da ist eine gewisse Rivalität sicherlich herunterzuspielen. Also trotzdem machte es Gladbach gut. Wer sich diese Trikotkombination ausgedacht hat, muss aber auch komplett wahnsinnig sein. Das ist schwer zu unterscheiden. Aber es geht gerade. Und ich kann erkennen, dass das 1-0 für Gladbach ist. Leiner mit dem Führungstreffer für die Borussia in den minzfarbenen Trikots. Die sehen ja ganz gut aus, wenn sie nicht gerade gegen Spieler in weißen Trikots spielen. Dann hat man eben seine liebe Mühe. Wird auch so nicht mehr passieren. Aber Leiner-Tore, die passieren hier doch gut und gerne nochmal. 2-0, während ich hier noch über Mode philosophiere, geht die Borussia richtig ab. Letztjähriger Finalist. Hier wollten sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden und sie konnten dem auch gerecht werden. Stefan Leiner mit dem 3-0. Wenn es sowas wie ein Hattrick auch in der Halle gibt, dann war das hier auf jeden Fall ein lupenreiner. Sebastian Mielitz, ja, das erinnert ihn an alte Bremer Zeiten. Da hat er auch die Hucke voll bekommen. Zweiter Durchgang, Viktoria Köln, aber sie wollten sich hier nicht so einfach geschlagen geben und kamen zurück durch Gottschling. 1 zu 3. Bisschen euphorisch dieser Jubel für meine Geschmäcker, wenn man 1 zu 3 hinten liegt, aber jedem, wie es gefällt. Halbe Minute noch zu spielen. Nochmal Viktoria Köln, wunderlich. Timmy Thiele nochmal und Abstauber. Gottschling hatten wir schon mal. 2-3. Sollte auch hier jetzt nochmal eine gewisse Spannung aufkommen? Ja, sollte es, aber sie war nutzlos, weil Gladbach gewinnt mit 3-2, auch knapper als nötig. Trotzdem toller Kampf von Viktoria. Kaufen können sie sich davon nichts. Zweiter Spieltag, Halle gegen Frankfurt lautet das Duell hier. Hallescher FC gegen die SG Eintracht Frankfurt. Frankfurt wieder in Gold gegen schwarz gekleidete Hallenser. Ein Dicker machte schön Durm. Erik Durm, der jetzt in der Bundesliga auch wieder mehr seine Möglichkeit bekommt. Hier ist er auch mal voll dabei.
Erst scheitert er noch, dann setzt er aber gut nach und reagiert am schnellsten gegen schläfrige Hallenser, die hier auch so weiterhin ihre großen Probleme hatten. Durm Doppelpack von Silva aufgelegt. Der HFC in Rückstand. Und es kam noch dicker. André Silva 0-3. Wir haben aber auch schon gesehen, dass das in der Halle gar nicht mal so viel zu sagen hat. Man kann natürlich auch dann komplett noch die Hucke voll bekommen, aber vielleicht kommt man ja auch zurück, sollte man noch einen Treffer erzielen. Aber Frankfurt hatte noch immer nicht genug. Durm. Dicker, abgestaubt von Silva 0-4. Und in der ersten Halbzeit das Ganze schon entschieden für den hallischen FC. Was ein Albtraum. Der zweite Durchgang trudelte dann aber nur noch so aus. Frankfurt sichert sich damit jetzt schon sicher das Weiterkommen. Und Halle muss am letzten Spieltag dann gegen Aue gewinnen. So wird's allerdings wohl nichts werden. KFC gegen KSC in der Halle, wollen wir mal ganz genau drauf blicken. Oerding war durchaus erfolgreich gegen Augsburg. Der KSC in den weißen Trikots steigt ins Turnier ein. Und wie sie ins Turnier einsteigen. Djuricin mit dem 1-0, sehr akrobatisch. Bisschen Pech bei Gyorgios, dem Krefelder Keeper, aber der KFC ließ sich nicht da groß aus der Fassung bringen. Kolja Pusch mit dem 1-1. Auch sehr schön. Technisch anspruchsvoll. Gersbeck muss hinter sich greifen. Sieht alt aus. Alt sieht dann auch wieder Oerding aus, weil es auf der anderen Seite gut weiterging. Kobalt mit dem 2-1, die zweite Führung für den KSC. Auch hier also das Ganze sehr torreich gestaltet. Konnte einem durchaus gefallen. Zweiter Durchgang, gerade hat er begonnen. Gondorf spielt einen guten Ball auf Kobalt. 3-1, Oerdingen in Not. Aber war natürlich noch nicht vorbei. Vorher gucken wir nochmal auf das Tor. Diesmal ist die Regie wieder verlässlich. Doch da bringt sich der KSC selbst ein bisschen in Bedrängnis. Trotzdem bekommen sie es irgendwie bereinigt. Djuricin. Kann man fast ein Lied von singen, so schön ist das. Und dann kommt dieser, ja, keine Ahnung, wie das nennt, wenn man Hacke auf Hacke schlägt. Hoffentlich hat er sich dabei nicht verletzt. Schön sieht es natürlich aus. 4-1, alles war klar, alles war safe. Und Karlsruhe wollte nochmal. Kobalt, Karlsruhe konnte nochmal mit Kyungrok Choi. Zum 5-1. Ganz, ganz kalte Dusche für den KFC Oerding. Muss man so sagen. Das also das Resultat hier. 5-1 für den KSC. Wichtiges Resultat. Ja, wir sind in Berlin, aber Berlin ist gar nicht dabei. Diesmal Türkgücü und Nürnberg unterwegs. Der erste FCN. Er steigt ein, er steigt sehr schön ein. Köpke, Busiane gegen Scheffler. Köpke kommt nochmal an den Ball. 1-0 nach 20 Sekunden. Sehr guter Start für den Club. Für Türkgücü sieht es erstmal schlecht aus. Und wieder der Club. Handwerker, Kraus, Handwerker, quergelegt, Köpke 2-0. Türkgücü konnte überzeugen am ersten Spieltag. Diesmal ist es eher gegenteilig der Fall. Das war eine traurige Angelegenheit. Jedenfalls, wenn man es mit Türkgücü hält. Für den neutralen Zuschauer ist es relativ Wurst. Hauptsache, es fallen Tore. Und das hatten wir dann auch hier mit dem 1-2 gewährleistet. Da behindert Handwerker dann noch Matenia. Muss man wissen, ob man das als Verteidiger machen will oder nicht. Es ging nicht gut aus. Aber auf der anderen Seite dann auf die Stürmer war Verlass. Kraus eigentlich ja kein Stürmer. Trotzdem in diesem Fall mal offensiv aufgeboten. In Halle spielt ja sowieso jeder überall. Und das lohnt sich. 3-1, saftiger Schuss. Noch nicht Pause. Türkgücü, Fehler, Bock. Was für eine Katastrophe. Scheffler mit dem 4-1. Ja, da hätte er ihn auch selbst einfach sich einschmeißen können.
war auch im Prinzip die entscheidende Situation. Es gab aber nochmal das 5:1. Aua, aua, wurde jetzt schmerzhaft für Köpke nicht. Der hatte einen tollen Tag erwischt. Doch Tegucigalpa wollte zumindest noch ein bisschen Ehre wiederherstellen und Böhre machte es auf schöne Art und Weise. 2:5 eine Minute vor dem Ende, aber es war zu wenig Zeit, um das noch aufzuholen. Es bleibt beim 5:2. Der erste FC Nürnberg hat eine super Ausgangslage und Tegucigalpa muss jetzt hoffen und bangen. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Da sind wir dann beim nächsten Spiel. Waldhof Mannheim gegen Fortuna Düsseldorf. Waldhof in schwarz, Düsseldorf in weiß. Das sagt man immer als Kommentator, weil man keine Ahnung hat, was man erzählen will. Aber es ging ganz schön gut ab hier. Verlad nach 7 Sekunden mit dem 1:0. Fortuna Düsseldorf machte ja den Eindruck, als hätten sie noch geschlafen am Anfang. Ging aber auch dann gut weiter. Weitere 20 Sekunden erst gespielt. Zimmer mit dem Ausgleich, John Zimmer, Hallenfußball, das ist sein Ding, sieht zumindest so aus, Ausgleich. Dann ging nicht mehr viel im ersten Abschnitt, deswegen springen wir in die zweite Halbzeit, die hat auch wieder einen spannenden Beginn, wieder John Zimmer, sieht nett aus, aber von Bartels dann auch toll pariert, hat er glaube ich in einen schmerzhaften Bereich bekommen, aber es ging scheinbar weiter in der Halle, Schutzmaßnahmen sowieso immer angebracht. Knieschoner und Ellenbogenschützer wären auch nicht so schlecht bei solchen Aktionen hier. Hofrath mit dem 2:1. Muss man echt aufpassen. Waldhof Mannheim mit der 9. Führung. Schöne Direktabnahme. Von Düsseldorf kam da nichts mehr. Es sah nach dem nächsten Treffer aus. Jürcher hatte ihn. 3:1. Diesmal wird dann wieder keine Wiederholung gegönnt. Also, Waldhof gewinnt 3:1 gegen Düsseldorf. Super Sache. Heidenheim-Lübeck gucken wir uns natürlich auch noch gerne an. Wir bewegen uns auf den Endspuren des zweiten Spieltags. In Blau heute Heidenheim. Lübeck endlich mal in den schönen grünen Heimtrikots. Aber damit konnten sie nicht so viel anfangen, weil Heidenheim hier den besseren Job machte. Gute 1:0 Führung. Rückstand für Lübeck. Minute noch zu spielen im ersten Abschnitt. Jetzt auch Lübeck. Mirko Boland sieht gut aus. Fehler bei Heidenheim hinten. Und Hopsch nutzt das aus. Der macht das 1:1. Besserer Auftritt mittlerweile von Lübeck und eben dieser fette Bock von Teuerkauf, wo er aber gar nicht so viel machen kann. Zweiter Durchgang, Heidenheim setzt sich vorne fest, Hüsing geht einfach durch, drischt den Ball dann aber ans Gebälk, nochmal der Nachkopfball. Ungefährlich, Reda hat das Ding. Heidenheim wollte, starke Parade von Reda. Abstoß dafür. Heidenheim, weiter Schlag, ganz weiter Schlag, vorne dann Tomalla, der das 2:1 erzielt, aber Lübeck nicht gefasst auf diesen weiten Ball und das war das Ende schon tatsächlich. Heidenheim gewinnt, Lübeck muss also hoffen am letzten Spieltag, dass da irgendwie alles mit rechten Dingen zugeht. 2:1 gewinnt Heidenheim. Ja, Osnabrück gegen den SV Meppen kann man schon durchaus als Derby bezeichnen. Ich weiß nicht, wie die Verantwortlichen das sehen. Geografisch gesehen zumindest liegen sie nicht so weit auseinander. Deswegen gucken wir uns das Ganze mal unter diesem Stern an. In Gelb der SV Meppen. Er hatte Bock und es sah nicht schlecht aus. Kühn, Doppelparade. Toll gemacht hier in der Situation. Der VfL Osnabrück sammelte sich jetzt aber auch. Beermann, das kennen wir von Beermann eigentlich nicht so. Aber ich wiederhole es gerne, in der Halle ist dann alles möglich. Der Tunnel, das ist sensationell. Und Santos in der Mitte staubt einfach nur ab. Es war für den VfL Osnabrück aber nicht so eine ganz große Freude, als dann Kühn den Bock hier schoss. Düker nutzt das aus, feiert ab, reißt die Hände hoch. Da kommt Kühn raus, kann da gar nichts machen. Sieht unter dem Strich doch ziemlich unglücklich aus. Jetzt wieder Meppen und Meppen dreht's. Krüger 2:1.
Defensiv vom VfL Osnabrück ganz übel hier. Da waren sie doch klar unterlegen, aber es war ja noch ganz viel Zeit und es wurde, ich sag's mal so, ein Spektakel. Düker setzt sich da durch und Düker setzt ihn auch rein. 3-1 für den SV Meppen. Beermann läuft nur hinterher, eins hat er schön vorbereitet, diesmal ist er nur Statist. Aber der VfL Osnabrück eben kam nochmal, Blacher zu Santos und Aydini, zumindest mal mit dem 3-2. Und es war noch eine Minute und 22 Sekunden zu spielen, schön quergelegt. Auch da schläft die Meppener Hintermannschaft, Santos mit dem Ballgewinn. Eine Minute noch auf der Uhr, Beermann und Blacher, 3-3. Sehr schönes Ding, sehr wuchtige Abnahme. Domaschke ist vollkommen bedient. Puttkammer gewinnt den Ball. Und das ist es. Das ist es tatsächlich. 4-3. Der SV Meppen kommt trotzdem noch zum Erfolg durch diesen Treffer. Für den VfL Osnabrück ist es eine kalte Dusche. Der SV Meppen macht sich mit diesem Ergebnis gute Hoffnung. Und Haching gegen den HSV, zweiter Spieltag, Einstieg jetzt für den Hamburger Sportverein in dieses Turnier. Der HSV steht ganz gut da in der zweiten Bundesliga und hier bei den Hallenmeisterschaften will man auch gerne mitmachen. Jatta, Parade von Mantel, aber Haier, der dann da zur Stelle ist und einschießt. Was ist mit der Regie los? Eine Wiederholung gibt's hier leider nicht. Da müssen die technischen Möglichkeiten mal den kürzeren ziehen und wir vor allem als Konsumenten dieses ganzen Sports. 1-1 dann unter Haching. Immerhin hier gibt es eine Wiederholung. Sven Ulreich kommt mit dem Fuß in der kurzen Ecke zu spät. Und wie sah es aus? Konnte der HSV wieder in Führung gehen? Zweiter Durchgang. Khaled Naray. Nee, das sieht nicht gut aus. Mantel hat den Ball in der Hand und gibt ihn ab. Der SV drängte aber auf das 2-1. Platz für Haching zu Gegenangriffen und Lukas Hufnagel wusste das auszunutzen. 2-1 Haching, Spiel gedreht. Der HSV vollkommen bedient. Damit natürlich richtig unzufrieden. 14 Sekunden auch nur noch auf der Uhr konnten sie nochmal zurückschlagen. Naray nach vorne. Haier. Oh. So kann man es auch verschenken. Blieb man beim 2-1 für Haching, ist noch nichts verloren für den HSV, aber das hier ist ein Nackenschlag. Die B-Gruppe Bielefeld Bochum Bayern 2. Hier haben wir Bayern 2 gegen den VfL Bochum. Bayern geht hier vorne drauf. Gerade mal 10 Sekunden gespielt. Die schöne Möglichkeit für Kühn, gut pariert von Riemann. Was war mit Bochum los? Ging nicht so richtig viel. Lungwitz, auch der darf dribbeln. Die anderen schauen zu. Ab zu Kühn, ab. Weiß gar nicht, ob der eine B-Berechtigung hat, eine Spielberechtigung hat für Bayern 1. Vielleicht, wenn eine der beiden Mannschaften weiterkommt. Ist ja alles noch nicht gesichert. Der VfL Bochum, er konterte. Und Milos Pantovic ist relativ kühl, relativ überlegt, was er hier macht. Vorbei an Ron Torben Hoffmann, der mal wieder einen Rückschlag hinnehmen muss. Obwohl Bayern schon die bessere Mannschaft war. Durch Lungwitz kam sie dann auch zurück. 1-1, schöne Einzelaktion. Da setzt es dann auch Zoller auf den Hosenboden. Zweiter Durchgang, gerade mal angelaufen, einige Sekunden und der rutscht irgendwie durch. Pantovic lässt sich feiern, aber was war das für eine krumme Banane? Ja, irgendwie ganz komisch. Ron Torben Hoffmann sah auch schon mal glücklicher aus. Der Bochumer VfL, oder VfL Bochum auch einfacher genannt, machte dann mit dem 3-1 alles klar. Zoller, diesmal ist er da. Alles klar, also hier Bochum mit guten Möglichkeiten weiterzukommen. Bayern ist wohl weg. Zwischenergebnisse, 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 Zwischenergebnisse. Da kommen wir dann doch noch einmal in
Diese Gruppe, Lautern gegen Fürth. Man musste lange drauf warten, es sei denn, sie haben einfach vorgespult, geht ja auch. Was die moderne Technik alles kann. Sie kann uns auch dieses Tor hier von Hut nochmal in der Slow Motion zeigen. Wobei, so richtig Slow Mo war das jetzt nicht. Egal, Tor 1-0. Kaiserslautern, Fürth hatte hier Probleme. Bahic, Abiyama mit der Hacke zu Raum. Und jetzt hatten sie den Treffer. Da kriegt Kaiserslautern den Ball einfach nicht geklärt aus der Gefahrenzone. Bahic legt da noch kurz ein Nickerchen ein. Ja, das hätte man sich vielleicht auch ersparen können. Aber Kaiserslautern ließ sich nicht verunsichern und kam durch Luschek zum 2-1. Die zweite Führung hier für die Roten Teufel. Man will ja auch nicht hier den Tag vorm Abend loben. Aber Kaiserslautern, so langsam scheinen sich in der dritten Liga gefangen zu haben. Hier lief es auch sehr schön, aber Hut hätte vor dem Tor kaltschnäuziger sein können, sein müssen, denn es schlägt in die Gegenrichtung aus. Julian Green, 16 Sekunden noch zum Spielen im ersten Durchgang mit dem 2-2. Bleibt da cool vor Aftos Bahic, 2-2. Ging gut weiter, so viel kann ich schon mal versprechen. Heino nach vorne zu Hut, der Ball, diesmal macht das wieder gut. 3-2, das fünfte Tor für ein Spiel dieses Kalibers. Ist es auch genau das, was wir haben wollen, das wir sehen wollen. Nochmal Kaiserslautern, Burchardt mit der Parade, aber gegen den Nachschuss von Burchardt kann er dann nichts mehr machen. 4-2, die Entscheidung in dieser Partie. Die Roten Teufel machten hier das Kleeblatt zur Schnecke, es kam noch dicker, Luschek nochmal, Parade Burchardt, Hut aber ein weiteres Mal erfolgreich, 5-2. Da schläft Greuther Fürth erstmal eine Nacht nicht gut, das war ganz übel am Ende, 5-2 für Kaiserslautern gegen Greuther Fürth. Letzte Gruppe, aber immer noch nicht das letzte. Magdeburg gegen Holstein Kiel. Kiel, ja, probiert's hier. Flanke von Serra. Stark von Behrens, dann schwach von Behrens. Serra mit der Vorlage. Alexander Mühling mit dem 1-0. Was für ein Fehler vom Keeper, der die Flanke eben erst abfangen kann. Dann Serra, der den Ball erobert. Und Mühling schön mit dem Absatz, kann man mal so machen, der erste FC Magdeburg, das war lange Zeit hier gar nichts und dann war es noch weniger als nichts, also ja, Vakuum oder das Nirvana, nochmal Vandenberg hier, der aber nicht treffen kann, trotzdem, Szene bleibt heiß, Spiel bleibt heiß, Kiel muss unbedingt erhöhen, das ist Vandenberg, 2-0, der erhöht das Ding auch, 9 Sekunden vor dem Seitenwechsel, guter Auftritt jetzt hier wieder von Holstein. Schön abgeschlossen. Magdeburg jetzt vor großen Problemen. Aber aufgegeben hatten sie sich noch nicht. Christian Beck. Müller, Vorlage. Gelios mit der Parade. Conte ist am Ende der Nutznießer. Sir Lord Conte. Mit dem Ausgleich. Jetzt ist es aber noch nichts. Da steht er nur weiter in 2-1. Muss man auch erstmal den Überblick bewahren bei diesen ganzen Spielen. Und als Kommentator ist das natürlich nicht so leicht. Aber was leicht ist für Jani Serra mit seiner Qualität, ist das Tore schießen. 3-1 für Holstein Kiel. Und war das jetzt schon die Entscheidung? War das schon die Entscheidung? Ich weiß es selber nicht. Wir müssen einfach mal drauf schauen, was hier noch passiert. 15 Sekunden nur noch zu spielen. Also war das wohl die Entscheidung. Magdeburg kam aber nochmal. Beck und Conte 3-2, 8 Sekunden danach aber nur noch zu spielen und das war deutlich zu wenig, um nochmal zurückzukommen. Kiel gewinnt mit 3-2, wichtiger Erfolg gegen den ersten FC Magdeburg. Jo, und auch hier nochmal kurz Zwischenergebnisse. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Wunderschönen Feiertag, wunderschöne Feiertage, wunderbare Zeit, haut rein und adios.